Hi Leserfreaks, hier ist Kai von Schwarz auf Weiß und diese Woche mal wieder mit einem Tag, nämlich der 5-Sterne-Vorhersage. Getaggt hat mich Ilke von Buchgeschichten und nachdem ich mein ganzes Bücherregal und meinen Sub auf den Kopf gestellt habe, habe ich endlich 5 Bücher ausgewählt, von denen ich glaube, dass sie auf jeden Fall eine 5-Sterne-Wertung bekommen würden, also dass sich verdammt gute Bücher dahinter verstecken. Und welche das sind, das zeige ich euch jetzt. Das ist einmal schon ganz lange auf meiner Leseliste obendrauf, 64. Erstens, weil der Titel sehr gute Rezensionen hat, in Japan ein super Erfolg war, verfilmt wurde und weil mir auch die Ausstattung obendrein sehr gut gefällt. Also ich mag diesen Farbschnitt hier sehr gerne. Man soll ein Buch nicht von seinem Aussehen beurteilen, aber in dem Fall mache ich es einfach mal. Ich habe 1-2 Seiten schon angelesen, es hat mir ganz gut gefallen und ich freue mich wahnsinnig aufs Lesen. Ich kann zu keinem dieser Titel jetzt besonders viel sagen, weil sie liegen auf meinem Sub und deswegen kenne ich natürlich den Inhalt noch nicht. Dann ein Mitbringsel aus dem Schöffling Verlag, da war ich mit den jungen Verlagsmenschen vor kurzem. Und wir durften einen Büchertisch plündern und da bin ich auf das Jahrbuch der Lyrik gestoßen. Das wird von Schöffling rausgebracht. Das habe ich früher, als ich noch zur Schule und später zur Uni gegangen bin, habe ich mir die regelmäßig geholt, aber das ist schon irre lang her. Und jetzt bin ich wieder drauf gestoßen. Das ist wirklich alles vertreten, was in Deutschland im Bereich Lyrik Rang und Namen hat und mit Sicherheit auch ganz viele andere, die ich nicht kenne. Aber das geht von Jürgen Becker über Jan Wagner bis weiß ich nicht wohin. Also wird mit Sicherheit für einige Entdeckungen gut sein. So, jetzt ein bisschen lustig. Ich wollte das eigentlich meinem Bruder schenken. Der ist ein Jahr älter als ich. Und als wir Kinder waren, war mein Bruder ein totaler Dinosaurier-Freak. Und heute ist er immer noch Biolehrer. Und dieses Buch von Bernhard Kegel, Ausgestorben, um zu bleiben, soll ein unglaublich gutes Sachbuch sein, nach allem, was ich gehört habe. Und es geht über neue Erkenntnisse zum Thema Dinosaurier und Forschung. Und auch hier muss ich gestehen, dass mir der Schutzumschlag sehr gut gefällt. Aber ich habe sehr viel Gutes über dieses Buch gehört. Und auch hier bin ich gespannt wie ein Flitzebogen auf dieses Buch. Dann hatte ich ja schon angekündigt, dass ich mir mehr Bücher aus dem Kass Verlag holen will, nachdem mir schon der Sonnenschirm des Terroristen so gut gefallen hat. Und ein zweites Buch, das mir auf der Leipziger Buchmesse vom Lektor des Kass Verlags empfohlen wurde, ist Mein pochendes Leben. Und der Protagonist dieses Buches ist ein junger Mann, der, ich weiß nicht, wie diese Krankheit heißt, aber der so früh verkreist, also unglaublich schnell altert. Und nach allem, was ich darüber weiß, ist das jetzt aber überhaupt nicht so weinerlich erzählt, sondern so ein bisschen frech und auch trotzdem natürlich irgendwie so ein bisschen bitter, aber auch sehr lustig. Und wenn es nur halb so gut ist, wie der Lektor mir das empfohlen hat, dann wird es eine fantastische Lektüre. Und zu guter Letzt noch ein regionales Produkt, sozusagen Bücherkisten, ist aus dem Mainzer Ventil Verlag. Das Buch konnte überhaupt nur erscheinen, weil der Verlag ein erfolgreiches Crowdfunding gemacht hat. Wie ihr seht, vielleicht ist es noch eingeschweißt. In diesem Buch erzählen Verleger, Büchermacher von ihrer Leidenschaft, also von Büchern. Es ist immer interessant und ich glaube auch herstellerisch sehr hochwertig und gut gemacht. Ich freue mich schon, jetzt hier gleich die Folie aufzureißen und meinen ersten Blick reinzuwerfen. Das waren in aller gebotenen Kürze die 5 Bücher, von denen ich glaube, dass sie eine 5-Sterne-Vorhersage rechtfertigen. Ich möchte natürlich auch noch einige Leute hier taggen, nämlich zum einen die Büchersocke, deren Kanal ich gerade entdeckt habe, auch wenn ich gerade einen Vornamen nicht mehr weiß, aber
Das würde mich interessieren. Würde mich freuen, wenn du den Tag machst. Annika von Nimmersatt, die habe ich auch vor nicht allzu langer Zeit entdeckt und sehr cooler Kanal. Und dann wäre ich sehr gespannt drauf, wenn Florian von Creepy Creatures das auch macht. Dann gibt es einen sehr interessanten Mix, weil der nochmal ganz andere Bücher empfehlen würde, als ich das hier mache. Wenn einer von euch Lust hat, diesen Tag auch zu machen, bitte macht das. Und oh, ihr könnt hier auch gerne kommentieren, ob euch diese Bücher, die ich hier rausgesucht habe, auch empfehlenswert erscheinen oder ob ihr die womöglich schon gelesen habt.